heute Tag startet am 28. April mit Dramaturgie Live um 14 Uhr. Da kommt Bernd Langen, ein bekannter Drehbuchautor, der sein Werk vorstellt in einer Podiumsdiskussion. Um 16.30 Uhr geht es dann weiter mit dem Kopfkino. Das ist ein audiovisuelles Kinoexperiment, wo die 6 Drehbücher, die zum diesjährigen Sehsüchte-Drehbuchpreis nominierten Drehbücher, in einer szenischen Lesung zum Leben erweckt werden. Ja, da dürfen wir schon ein bisschen was verraten. Also ein wichtiger Hauptsponsor von uns ist eben die Lauscher Lounge. Da ganz vorneweg der Oliver Rohrbeck, der unter anderem die Stimme von Ben Stiller ist, der wird dabei sein. Dann haben wir Julia Stöpel, die spricht die Dr. April in Grey's Anatomy. Anatomy zum Beispiel. Wir beide bilden ja das Drehbuchteam. Wir haben erstmal jede Menge Nachwuchsautoren gebeten, Drehbücher einzureichen. Wir haben über 60 Einreichungen bekommen aus dem deutschsprachigen Raum und haben aus diesen über 60 Einreichungen die 6 herausragendsten ausgewählt. Die sind eingeladen und werden eben am Schreibsüchtetag vorgestellt. Und jetzt besteht unsere Aufgabe vor allem darin, eben Möbel auszusuchen, alles auszustatten, den Schreibsüchtetag zu was ganz Großem zu machen. Ja, und den Abschluss des Abends, den bildet der Pitch. Das ist quasi so ein bisschen das Finale des Schreibsüchtetages, wo so junge Nachwuchsautoren unveröffentlichte Projekte vorstellen. Also da pitchen sie eben in ganz kurzem Format vor einer Jury und die wählt dann hinterher einen Gewinner aus. Und ja, das ist quasi so ein bisschen auch ein Auftakt zur Aftershow-Party, die dann ja um 10 in der HFF losgeht.